Warum holen Sie jetzt eigentlich der Schafberger und die Julia Gravelbike? Um die Frage, um unseren Einstieg ins Gravelbiken und um eure Fragen in Instagram geht es heute in dem Video. Und wir nehmen euch heute mit auf unsere ersten richtigen Graveltour, aber starten wir erst einmal ganz am Anfang mit der Abholung. Jetzt wird's ernst, wir sind unterwegs nach Kelheim zu unserem Partner KL Bikes. Und weil KL Bikes unser Sponsor ist, schreibe ich da mal Werbung hier. Ich bin schon sehr aufgeregt, ich habe mega Bock und ja, wir sehen uns gleich da. Jonas fertig telefonieren. Mittlerweile ist der Jonas zum Glück fertig mit dem Telefonieren. Genau. Wir schauen uns jetzt mal kurz den Laden an. Wir sind halt hier draußen auf jeden Fall ein bisschen spezialisierter auf Rennrad- und Gravelbikes. Wie man vielleicht auf der Seite vom Laden unschwer erkennen kann. Mountainbikes gibt es einige, habe ich gesehen. Vor allem da war BR Rise. Was ich ziemlich geil finde, bin ich schon mal gefahren. Pivot Shuttle bin ich schon mal gefahren, kann ich auch empfehlen. Track Fuel X bin ich auch schon mal gefahren, kann ich auch empfehlen. Was findet man noch? Ein paar City-Bike-Stänge da hinten umeinander. Also, hier sind auch Bio-Bikes, Cross-Country und so Geschichten, oder? Richtig. Wenn ich mich nicht täusche. Also, man kann sagen, durch die Bank eigentlich ein großes Produktsortiment, viele verschiedene Fahrräder. Stil echt natürlich mit so einer richtigen Gravelbike-Hosen, die am Arsch schön gepolstert ist, dass man der Arsch nicht weht wird. Bevor wir starten, stellt man sich noch kurz die Frage, ist Gravelbike eigentlich gleich Gravelbike oder gibt es da Unterschiede? Ich fange jetzt gerade schon mit dem Gravelbike an, aber wenn ich sowas sehe, also ich finde das einfach ästhetisches Fahrrad. Ne? Erzähl dir schnell was dazu, das ist die BMC Road Machine, die wurde dieses Jahr neu aufgelegt. Man kann das definitiv als Rennrad nutzen. Aber dieses Rad hat schon 40 mm Reifenfreiheit. Das heißt, man könnte das auch ganz entspannt als Gravelrad fahren. Es gibt es auch in der Ausstattung als Road Machine X, ab Werk breiteren Reifen und Einfachantrieb. Also wer einen Allrounder sucht, BMC Road Machine. Geil. Boah, das ist eigentlich voll geil. Das ist echt voll geil. Ich habe jetzt da was gesehen, was es mir sehr angetan hätte, hätte ich mich nicht schon entschieden und hätte ich nicht schon eigentlich eingetütet, und zwar ist das? Das ist BMC Urs, das neue Modell. So von BMC definitiv so ein bisschen deren Adventure Gravel. Lenkerform, glaube ich, ist jetzt bei dem ziemlich anders, wie wir beim ersten, das wir uns angeschaut haben, und auch anders wie bei den Rennrädern. Gibt es da auch irgendwie, sage ich mal, Formen, die mehr für Gelände sind, Formen, die mehr für die Straße sind, oder ist das wie alles Geschmackssache? Nee, Gelände hat sich definitiv so der Lenker, der ein bisschen breiter geschnitten ist. Und vor allem unten ausgestellt ist, dass der Flair ist einfach größer als jetzt beim Rennrad. Gibt einfach deutlich mehr Sicherheit im Gelände. Man kennt es selber vom Mountainbiken, wenn man einen breiten Lenker hat, bietet deutlich mehr Sicherheit als jetzt ein ganz schmaler Lenker. Bei den reinrassigen Roadbikes hat man mittlerweile Lenker, die bloß 36 cm schmal sind. Da ist wirklich, da ist eine GX Transmission ist da oben auf dem Rad. Also das ist ein Mountainbike-Schaltung. Du hast das beim 01-Rahmen zum Beispiel ein Elastomer im Winterbau, dass du einfach nochmal mehr Flex hast. Genauso wie wir hier jetzt einen Vorbau hätten von BMC, der MCC-Vorbau, der hat hier vorne ein Elastomer verbaut. Dadurch ist ja der Lenker einfach massiv und viel nachgiebig. Genau das Richtige für mich, GoPro-Halterung schon dran. Okay. Also muss ich die eigentlich, Jonas, lass das andere schicken. Ciao, servus, war schön, hab mich gefreut. Beides eigentlich. Heute zum Beispiel drehen wir jetzt nach dem Fitnessstudio eine Runde cardio-mäßig draußen. Einfach um das Cardio draußen zu machen und weil wir gestern schon gelaufen sind, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber so Touren, wie ihr jetzt in dem Video seht, wollen wir natürlich auch machen. Also erfüllt praktisch beide Zwecke für uns. Das ist was, das wird früher oder später ziemlich sicher passieren. Schauen wir mal wann. Ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal meine Erfolge bis dato auf dem Pumptrack zeigen. Das Thema hat mich auch lange beschäftigt, da gibt es aber eine einfache Antwort. Das ist nämlich ein Unterschied oder ein Hauptunterschied bei Gravelbikes, sage ich mal, oder? Viele Rennradfahrer, die aufs Gravel umsteigen, tendieren eher zum Zweifachantrieb. Aus dem Grund, weil die Gangsprünge hinten an der Kassette immer nicht so groß sind. Also du bist ja meistens ausgestattet mit 1134 oder 1136 Kassette. Das heißt, die ganzen Gänge dazwischen, die sind einfach feiner abgestuft. Wenn man jetzt quasi ein bisschen langstreckenaffiner ist, und eine gewisse Kadenz treten will, dann hat man einfach zwischen zwei Gängen
angenehmere Trittfrequenz. Bei Einfachantrieb, du hast halt einfach da hinten eine große Kassette drauf, in der Regel 1144 und 1044 und bei den Mountainbike-Schaltungen dann sogar 1050 oder 1052. Und dann merkt man natürlich bei 12 Gängen logischerweise 52 auf 10 runter, da gibt es einfach gewaltige Gangsprünge. Genau. Bei mir ist es im Endeffekt so, weil ich einfach schlecht bergauf bin und eine größere Abstufung bei den Gängen haben wollte. Also es ist echt richtig schön da. Wir fahren übrigens auf der Straße, weil die Straße für Autos gesperrt ist aus irgendeinem Grund. Das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, natürlich kostet es Geld, aber man kriegt ein unglaublich vielseitiges Fahrrad. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass das Grandurance von der Julia nur 1.799 Euro kostet, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden. Da war ich mir auch lang unsicher. Im Endeffekt ist es jetzt geworden, als Orbea Terra M30 Team für 3.199 Euro. Hat eine solide Basis, sind jetzt nicht die besten Komponenten, vielleicht nicht der beste Laufradsatz, keine elektronische Schaltung drauf, aber mit dem Carbonrahmen und Carbongabel habe ich eine solide Basis, auf der ich aufbauen kann. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was verändert. Ich habe drauf einen Lenker, Escolab-Sattel, andere Sattelstütze, die nicht nach hinten gekröpft ist, weil ich genau zwischen L und XL war und mir den XL dann so ein bisschen kleiner gemacht habe. Und natürlich Maxxis-Reifen. In dem Fall habe ich jetzt die Reaver drauf. Das sind die ersten Maxxis Gravel-Reifen, die ich teste. Die ganzen Anbauteile, die ich geändert habe, schreibe ich euch unten rein, genauso wie den Link zum Bike. Dann könnt ihr euch das einmal anschauen. Naja, also Mini und DHF wirst du da nicht reinbringen, aber es gibt von Maxxis natürlich eine umfassende Auswahl an geilen Gravel-Reifen. Und über das komplette Gravel-Reifen-Sortiment von Maxxis wird es demnächst sowieso einmal ein Video geben. Im Schnitt fahren wir laut Garmin so ungefähr 18-19 km/h. Ist auf jeden Fall nur Luft nach oben, aber wir müssen uns jetzt erst einmal so ein bisschen an die Bikes gewöhnen. Der erste 100er soll auf jeden Fall auch nächstes Frühjahr spätestens fallen. Wenn nicht sogar mehr, da wollen wir mal echt in eine weiter entfernte Stadt fahren und dann vielleicht mit dem Zug zurück oder so. Wer da coole Ziele und coole Routen hat, bitte gern unten in die Kommentare reinschreiben. Es ist einfach so schön da. Schaut euch das einfach mal an. Es ist natürlich jetzt auch herrlich, dass man auf der Straße fahren kann, aber der Radlweg schaut aktuell so aus. Also, ich glaube, ich belasse was dabei. Traumhaft schön. Geht Schuss. So, wir müssen jetzt kurz vor Reiterwinkel leider umdrehen. Die Uhr hat gerade gesagt, Unwetterwarnung. Ich weiß nicht, wie ernst ich das nehmen soll. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, fernab da irgendwie im Regen zu stehen. Es schaut noch nicht schlimm aus, aber schon ziemlich kalt und windig. Kann schon was dran sein. Schauen wir mal, ob wir es noch trocken zurückschaffen. Schön, dass wir aufs Thema Klickpedale kommen. War ich skeptisch, weil ich 10 Jahre lang Mountainbike ohne gefahren bin. Wir stehen jetzt vor der Schuhauswahl und ich habe an Jonas gerade die Frage gestellt, Gravelbike mit Klicks, und er sagt normalerweise. Sollte man schon machen. Ne? Ja. Jetzt bin aber jemand, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben Klicks gefahren. Das heißt, ich brauche halt jetzt einen Schuh. Weil es gibt ja Schuhe, wenn du mit denen normal gehst, ja, mit dem Klickding unten drunter, dann gehst du auf den Mond. Das ist eigentlich der klassische Rennradschuh. Ja, genau, wo das dann unten so absteht. Genau. So, das habe ich gemeint. Der klassische Rennradschuh hat ja eine komplett gerade Sohle. Das heißt, man schraubt da den Glied einfach oben drauf und somit hat man halt dann so einen Absatz vorne drauf und das macht einfach das Problem, dass man sich anfühlt beim Gehen wie auf rohe Eier. Der Unterschied natürlich zu den Mountainbike-Schuhe. Die Mountainbike-Schuhe haben ein ordentliches Profil unten dran und beim Mountainbike-Klickpedal bzw. das Glied einfach deutlich kleiner und somit verschwindet es komplett in der Sohle. Wir haben jetzt tatsächlich was gefunden. Schafberger als erste Gravel-Schuhe. Profil ist gut, optisch passend. Bequem sind. Ich habe mir da Pedale ausgesucht. Und zwar sind das welche. Die kann ich auf einer Seite mit dem Flatschuh fahren und auf der anderen Seite mit dem Klickschuh. Macht das Ganze ein bisschen, sag ich mal, flexibler. Ja. Da finde ich das eigentlich ganz gut. Das bauen wir jetzt einmal hier. Da bauen wir das Klickzeug zusammen und dann probieren wir das einmal aus und schauen, wie oft das mich umhaut. Genau, jetzt probieren wir das. Was machst du da jetzt gerade? Es ist ganz wichtig, dass man die Gliedposition richtig bestimmt. Und das macht man
indem man die Fuß- bzw. die Zehenballen markiert. Weil am Zehenballen, da hat man einfach am besten Kraftübertragung und der Zehenballen, der soll dann auch auf Höhe sein von der Pedalachse. Ich zeichne das jetzt einfach auf den Schuh an, ich habe da vorher Klebeband draufgeklebt. Jetzt zeichne ich die Position von Felix seine Ballen an da und dann montieren wir die Glitz. Quasi das Pedal und die Pedalachse und das brauchen wir jetzt genau an deinem Punkt, wo quasi dein Zehenballen ist. Genau. Okay. Das war's schon. Ja, das sind jetzt ganz leicht. Das geht dann mal rückwärts. Ja, und was ist jetzt, wenn du jetzt nicht da bist und ich falle jetzt um? Ja, okay. Ja, das ist entspannt. Aber jetzt eine gute 100 Kilometer später wäre es für mich nicht mehr wegzudenken. Sage ich euch, was ist. Es ist so viel angenehmer. Man hat so einen runderen Tritt. Man kann drücken und ziehen gleichzeitig. Bringt viel mehr Kraft ins Radl rein. Und es ist viel schöner zum Fahren. Wir sind zurück auf der gesperrten Straße. Schaut ehrlich gesagt nicht mehr nach Unwetter aus. Aber da kann schon was kommen. Wir müssen jetzt trotzdem schauen, dass wir einen Meter machen. Ich glaube jetzt, dass das aerodynamisch bei mir nicht recht viel bringt, da bin ich zu langsam. Dementsprechend, ich habe gelesen, es steht für Professionalität im Sport. Dafür stehe ich nicht, also lassen wir es bleiben. Wir sind nahezu wieder in Sicherheit. Die meisten Höhenmeter waren auf jeden Fall heute und es waren 223, ist jetzt nicht viel, aber das wird schon noch mehr werden. Und jetzt gibt es erstmal noch alkoholfreies Weizen, weil wir wirklich knapp vor dem Auto sind und ich glaube, die Unwettergefahr ist jetzt relativ gebannt. Wenn ihr fragt, warum Gravelbike, dann frage ich, warum eigentlich nicht. Es ist eine geile Alternative bzw. Erweiterung zum Mountainbike. Man kann sein Fitness aufbauen, was unglaublich wichtig ist. Und es ist ideal für Tage, wo man sich nicht fit genug fühlt fürs Mountainbike fahren. Oder wo es zeitlich einfach nicht reinpasst, um aber trotzdem eine Aktivität auf zwei Rädern machen will. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gerne Daumen nach oben da lassen. Schreibt so weitere Fragen und Themen zum Graveln unten rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Habe die Ehre.